Fisch und Meeresfrüchte sind seine Leidenschaft und er kocht auf 2-Sterne-Niveau. Also wenn ihr ihm das Wasser reichen könnt, dann sage ich Chapeau. Hier ist Christoph Kunz. Willkommen zurück. Vielen Dank. Diese Teamkochen-Verkostung-Entscheidung ist das Allerschlimmste bei der Taste. Da fahre ich jedes Mal aus der Haut. Ich könnte durchdrehen. Wir wissen ja, Fisch wird vom Liegen nicht besser. Deswegen nur ganz kurz vorneweg. Du weißt natürlich nicht, aus welchem Team jetzt welcher Löffel kommt. Ja. Sobald du dein Urteil gesprochen hast, drehst du bitte die entsprechenden Teller um. Denn unter den Tellern stehen die Namen der Teams. Okay. Ich habe ja jetzt schon mal die Situation, dass es schlecht war. Und auch schon mal die Situation, dass es richtig gut war. Ich bin noch nie mit dich durchgerutscht. Ist Gefühlschaos etwas. Und liebe Coaches, noch mal kurz für euch. Eure Joker sind auch noch alle heiß. Das heißt, ihr könntet gleich buzzern, um den Kandidaten, der sonst nach Hause gehen müsste, zu retten. Top 10, jetzt wird es ein bisschen enger. Jetzt kann es sein, dass jetzt die ersten Buzzer kommen. Jetzt wird vielleicht ein bisschen durchgetauscht. So, mein Lieber, und jetzt ist das dein Buffet. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht optisch nicht besser hinkriegen können. Aha. Mal 60 Minuten, also ich finde es echt großartig. Ich fange mit Süßwasser an. Ein reines Bauchgefühl. Ja. Weil ich den Menschen nicht kenne und auch noch nie für ihn gekocht habe oder auch nie mit ihm in der Küche stand, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, worauf der steht und worauf der nicht steht. Ja? Von daher ist das ein Lotto-Spiel. Von allem ein bisschen was dabei. Du hast Säure, du hast Süße. Was für ein Fisch war drauf? Kannst du das erschmecken? Ich würde mal Richtung Saibling gehen, bin mir aber nicht ganz sicher. Mhm. Da kommt was sehr, sehr Dominantes hinten raus. Dill. Frank, hörst du das? Der Dill. Bei mir wäre der Dill nicht so sehr rausgekommen. Der Fisch ist ein sehr, sehr subtiles Produkt. Und dieser Dill, der legt sich da hinten so ein bisschen... Ja, so die ganzen Papillen sind so wirklich, da passiert was. Lässt dem Fisch leider nicht ganz so viel Spielraum. Handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Der Fisch war sehr, sehr gut zubereitet. Gefällt mir gut. Wenn der erste Löffel dann schon mal gelobt wird, dann denkt man sich schon mal, oh Scheiße, jetzt wird's eng. Womit möchtest du weiter? Wir gehen da weiter. Schalentiere? Ja. Nur zu. Sieht auch schön aus. Ne? Auster. Fenchel. Klassische Kombination. Sehr, sehr schön. Auster ist da, sehr präsent. Du hast mit dem Fenchel so einen schönen Knack dabei, dass du ein bisschen eine Frische, diese ganz leichte Anisnote ist sehr, sehr interessant. Ich habe mich sehr gefreut, dass Christoph den Fenchel direkt erschmeckt hat und auch die feinen Nuancen. Und vor allen Dingen habe ich aus seinem Gesicht eigentlich gelesen, das hat ihm gefallen. Die Auster saß gefühlt auf irgendwas, in einem Püree. Ich finde, da sollte man bei der Auster, die ist ja selber sehr weich, glibbrig, wabbelig. Und wenn du da noch ein Püree dazu gibst, finde ich, dann wird es einheitlich. Ja? Mhm. Fast eine homogene Masse. Und deshalb war das mit dem Fenchel sehr, sehr clever gemacht, dass du einfach so ein bisschen den Kontrast hast, dass es nicht so eintönig wird. In dem Fall ist, glaube ich, homogen eher nicht so gut. Man möchte ja möglichst viele verschiedene Eindrücke auf dem Löffel haben. Und wenn das alles so zu einem wird, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Mir war völlig klar, jetzt wird es schwierig. Ich mache weiter mit Salzwasser. Mandel, Olive und schau mal. Wohl bekommt's. Man ist total gespannt, vor allem auf die erste Reaktion. Weil meiner Meinung nach sieht man das sofort, ob der schmeckt oder besser oder schlechter ist als die anderen Löffel. Sehr, sehr gut. Top auf den Punkt, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Du hast ein bisschen diese Mandelaroma. Die Olive ist schön präsent, lässt aber dem Fisch trotzdem genügend Platz da. Du hast einen leichten Sud dabei, sodass der Fisch schön schwimmt. Das läuft handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Eine Ehre, wenn ihr einer sagt, handwerklich gut gemacht, da ist man sehr, sehr stolz. Auf einem Löffel in 60 Minuten. Chapeau. Ich glaube, wir haben auch zielmäßig zumindest einmal seinen Geschmacksknopf gedrückt. Dann nehmen wir den letzten. Ja. Die Krustentiere.
Es sieht aus wie ein Carabiniero, gefühlt. Was haben wir noch drauf? Hühnerhaut? Es ist unglaubliche Anspannung, weil man versucht, dann wirklich alles aus dem Gesicht rauszulesen, in dem Moment, wo er den Löffel halt im Mund hat. Bin gespannt. Da sehen wir Emotionen in deinem Gesicht, lieber Christoph. Definitiv. Unglaublich. Also da habe ich gesehen, wie er dann angefangen hat zu schmunzeln. In dem Moment habe ich gesehen, er hat meine Philosophie des Löffels absolut verstanden. Also auch da wieder das Krustentier perfekt getroffen. Sehr, sehr prägnant. Mit dem Hühnerhautchip, sehr, sehr clever. Und weil du dann natürlich eine andere Note mit reinbringst, so eine Art Umami, um dem ganzen Tier nochmal so ein bisschen Rückgrat zu verleihen. Wir sagen gerne in der Küche, das hat ordentlich Bums. Mhm. Erbsenpüree dabei, Krustentier mit Erbse, passt perfekt. Handwerklich alle vier Löffel, grandios, muss ich sagen. Chapeau, bin sehr, sehr begeistert. Er hat ja jeden Löffel gelobt. Es war ja alles quasi toll. Und jetzt? Jetzt kommen wir erstmal zu dem schönen Teil, denn jetzt darfst du mir erstmal verraten, welches ist der Löffel, wo du sagst, wow, der hat das Thema 1A getroffen und das war wirklich eine richtige Delikatesse. Ich habe zwei Favoriten. Ja. Und zwei, die so ein bisschen abfallen. Auf einen musst du dich festlegen, das weißt du. Das ist innerlich wie ein Vulkanausbruch. Ein schöner Moment, aber auch ein Moment, der wahnsinnig viel Kraft kostet. Ich soll jetzt aufdecken, ja? Wir bitten darum. Okay. Der Beste. Dann wird's der Salzwasser. Ja! Herzlichen Glückwunsch, liebes Team Gelb. Yes. Saugeil. Ja. Wieder bester Leffe. Lukas, du bist der Beste. Ist es nicht herausragend? Wir haben schon wieder den besten Löffel im Team gekocht, nämlich das zweite Mal. Yeah, 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 yeah. Von wem kommt denn der Löffel, Alexander? Lukas. Lukas! Herzlichen Glückwunsch, du bist auf jeden Fall safe in der nächsten Sendung. Mega geil, echt. Schon wieder. Bester Löffel, ich bin weiter, ich bin immun, ich bin frei. Geil, ich bin in Folge 6. Ganz toll. Ja, Christoph, erzähl mal, was hat Lukas da so besonders toll gemacht auf dem Löffel? Mir hat vor allen Dingen der Fisch sehr, sehr gut geschmeckt. Ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch mit der Olive, weil die Olive ja schon immer erstmal Hallo sagt und dann viel kaputt macht. Aber das hat genau gereicht, sodass du diese schöne Salzigkeit vom Fisch auch so ein bisschen unterstützt. Und der Fisch war perfekt. Großartig, Chapeau. Vielen Dank. Super. Und jetzt kommt der wirklich blöde Teil. Hab's jetzt befürchtet. Musst du uns leider auch sagen, welcher Löffel für dich auf dem letzten Platz landet. Ich tue mich schwer. Bester Löffel ging mal wieder nicht an uns. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass wir auch nicht den schlechtesten Löffel haben. Ja, machen wir es kurz und schmerzlos. Genau, wie mit dem Pflaster abreißen. Nein. Schalentiere. Es ist Team Rot. Scheiße halt. Da rutscht einem das Herz natürlich dann schon in die Hose, weil mir war sofort klar, okay, das war's jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum ist es der Löffel aus Team Rot geworden? Mir hat da so ein bisschen der Bums gefehlt, die Auster war schön präsentiert, aber es ist so ein bisschen, da hat so eine Ecke gefehlt. Ich denke, wenn du Auster isst, bin ich ja mehr öffnen, schlürfen, da muss was passieren und da war mir zu wenig irgendwie. Das ist zu... Da hat mir was gefehlt einfach. Tim. Kann ich nicht nachvollziehen. Beide Kandidaten, Yasin und Yvonne, haben einen tollen Löffel gemacht. Ich habe mich für Yvonnes Löffel entschieden, weil ich wirklich der Meinung bin, dass das bis dato der beste Löffel war, den wir hier bei The Taste geschickt haben. Ich fand, wir haben einen fantastischen Löffel gemacht. Also Tim und die Auster, dass das nicht performt hat. Das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Ist natürlich für mich sehr hart, weil ich habe nur noch zwei Kandidaten. Ja. Leider musst du einen davon jetzt nach Hause schicken. Es gibt Momente im Leben, die machen gar keinen Spaß. Du bleibst, Yasin, du wirst uns leider verlassen. Aber, ganz kurz noch, du hast heute großartig gekocht. Du wirst deinen Weg machen. Da sind mir dann vielleicht auch so ein bisschen vielleicht die Tränen gekommen. Weil ich habe in seinem Blick gemerkt, so, dass ihm das richtig wehgetan hat und es ihm richtig leid getan hat für mich. Und ich wünsche mir, dass jetzt einer der anderen Coaches in der Lage ist, anzuerkennen, welches Potenzial du hast. Aber wir gehen den Weg weiter zusammen, Yvonne. Auf jeden Fall.
Erstmal ist das ja wieder der Moment, wo es irgendwie deine Schuld ist und es tut dir leid. Im anderen Moment war ich dann aber froh, dass ich bleiben konnte. Ist irgendwie mehr Enttäuschung wie Freude auf jeden Fall. Wenn ein Team Raum mit zwei Michelin-Sternen und einer der besten Köche der Welt neben dir steht und einfach nur mit einem Kandidaten dasteht. Au, au. Lieber Yasin, 3 goldene Sterne. Du kannst wirklich sehr stolz auf dich sein. Vielen lieben Dank. 3 Sterne lässt man doch nicht gehen. Also wäre ich Coach, ich hätte sofort gebuzzert, ganz klar. Yasin, komm zurück. Alexander hat gebuzzert. Yasin. Komm zurück zu uns. Yala. Und dann rennst du natürlich erst einmal zurück in Euphorie, schaust, wo leuchtet's. Und dann, als ich gesehen habe, dass der Alexander Herrmann war, habe ich mich natürlich super gefreut. Ja, Alexander hat gebuzzert für dich. Toll, dann geh schnell rüber in dein neues Team. Yasin jetzt im Team Gelb. Juhu, wieder 4 Kandidaten. Toll, herzlichen Glückwunsch, Yasin. Also, du bist gerettet. Alexander hat den Joker gezogen. Erzähl doch mal. Ja, also, ich muss auch sagen, lieber Yasin, was der letzte Ausschlag gegeben hat, wo ich gesagt habe, selbstverständlich muss ich einloggen, ist, wie Tim gerade darüber berichtet hat, wie du diesen Löffel gemacht hast. Und du gehörst zu Taste dazu. Und du hast jetzt noch einmal eine Chance, dass diese Reise einfach weitergeht. Und wir werden die ziehen. Punkt um. Also, dass ich den allein ohne Battle bekommen habe. Puh, ich freue mich jedenfalls auf dich. Danke, vielen Dank. Toll, Yasin. Ich glaube, mit dem Yasin kommt da noch ein bisschen mehr Schwung und vielleicht auch ein bisschen guter, gesunder Druck rein. Wir freuen uns, dass Alexander seinen Joker jetzt gezogen hat und sein Team wieder aufgefüllt hat mit Yasin. Und du hast ja, lieber Yasin, jetzt auch beim Solo-Kochen die Unterstützung von unserem Profi, genau wie deine Teammitglieder. Das ist doch auch was Feines, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, es bleibt spannend. Ja, nur noch einen Kandidaten zu haben, ist wirklich große, große Scheiße. Ne? Ich sehe da neben mir Alexander mit 4 und so und denke mir, Mann, die anderen 3, da hinten noch 2. Das ist halt schon knapp. Ich weiß, wie gut Yvonne ist, aber wir wissen auch alle, irgendwann hat man mal einen schlechten Tag und auch das nächste Teamkochen wird bald wieder anstehen. So, Christoph, Runde 1 haben wir geschafft. Haben wir, ja. Jetzt heißt es für dich gleich Seiten wechseln, denn du wirst im Solo-Kochen Team Gelb unterstützen, die ja eben gewonnen haben. Das bedeutet aber auch, dass du dich dann unseren Edelgaumen von unseren Coaches stellen wirst und ihre Kritik auch abkriegen wirst, weil die natürlich nachher alle Löffel verkosten, auch die, bei denen du mitgewirkt hast. Ja, ich freue mich drauf. Du freust dich drauf? Ja, natürlich. Wunderbar, genau das wollten wir hören. Für alle anderen bedeutet es wirklich Solo-Kochen ohne Coach. Wir bewegen uns immer noch in der Welt der Delikatessen. Und Christoph, du hast uns jetzt für die zweite Runde 3 wunderbare Geheimzutaten mitgebracht. Ich glaube, dass es jetzt schwerer wird. Jetzt sind wir einfach in einem Stadion, wo Schluss mit lustig ist. Und zwar sind es exquisite und erlesenste Gewürze. Welche genau, das sehen wir jetzt. Dominik bringt sie uns rein. Ich hatte schon die Befürchtung, es kommt jetzt wieder irgendwas Luxusmäßiges, was ich mir in meinem Leben nicht habe leisten können bisher. Niemals. Ja, liebe Kandidaten, für euch heißt es jetzt gleich, mindestens 1 von diesen Gewürzen werdet ihr verkochen. Und wir schauen jetzt mal, was das ist. Ja, ich habe 3 schöne Sachen mitgebracht. Ganz vorne hier hätten wir langen Pfeffer. Langer Pfeffer? Keine Ahnung. Sehr, sehr spannend. Hat eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun zu normalem Pfeffer. Keine Schärfe, sondern eher ein bisschen was Blumiges, was Florales. Geht vielleicht so ein bisschen mehr anfangs in die Patisserie-Richtung. Etwas, vielleicht was Süßes. Den langen Pfeffer würde ich jetzt zum Würzen jetzt nicht unbedingt so hernehmen. Den nehme ich lieber in Gin Tonic. Dann haben wir Kardamom. Auch ganz, ganz spannend. Ich habe, meine ich, mal damit gekocht, aber eher so auch Richtung Dessert. Und deshalb kommt es für mich heute auch nicht in Frage. Grüner Kardamom, das ist Königsklasse. Also wer mit grünem Kardamom kochen kann, der ist richtig fit. Hat meistens so einen, wenn man das vielleicht zu oft benutzt oder zu viel benutzt, so einen seifigen Ton, könnte gefährlich werden. Aber ich finde, das Aroma ist auch sehr, sehr ausdrucksstark und hat ein bisschen was Spannendes mit dabei. Ich trinke gern mal einen Chai Latte und daher kenne ich Kardamom. Habe ich echt überlegt, ob ich den Chai Latte servieren soll. Und außerdem ist der, glaube ich, auch sehr aphrodisierend. Kardamom ist ja auch sehr vielseitig einsetzbar. Ich habe gehört, das ist ein Aphrodisiakum.
Durchaus. Durchaus? Mhm. Okay, also ihr Lieben, nicht so viel. Oder vielleicht doch. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen Löffel. Und dann eins der Königsgewürze für mich persönlich, ganz, ganz schön Safran. Da reichen ein, zwei Fäden zu viel und der ganze Spaß schmeckt nur nach Safran. Mhm. Das ist ja so die Luxusklasse quasi. Für mich ist das immer... Genau. Ganz oberste Stufe. Ja, Safran und Kardamom, da habe ich mich sofort damit verbunden gefühlt. Kannst du natürlich auch falsch liegen, wenn du irgendwelchen falschen Safran untergejubelt bekommst, der einfach nur nach Safran aussieht, aber nach nichts schmeckt. Wir haben natürlich hier das Premium-Produkt mitgebracht. Sehr, sehr schön im Aroma, schön ausdrucksstark. Und da lässt sich viel mitmachen, denke ich. Drei der fünf teuersten Gewürze der Welt. Großer Moment bei The Taste. Großer Moment für die Kandidaten. Bevor es jetzt gleich losgeht zum Solo-Kochen, habe ich noch ein kleines Briefing für euch. Erstens, wir sind nach wie vor in der Welt der Delikatessen unterwegs. Bitte verfeinert euer Gericht mit mindestens einer dieser Geheimzutaten. Also das ist schon Hochküche. Bin sehr gespannt, was Sie daraus machen. Zweitens, nach einer Stunde Kochen kriegen eure Coaches die Löffel zur Blindverkostung. Sie wissen nicht, aus welchem Team welcher Löffel stammt. Und dann werden unsere allseits bekannten Sterne vergeben. Ein goldener Stern für den jeweils besten Löffel und ein roter Stern jeweils für den Löffel, der nicht so gelungen ist. Und ihr wisst, die roten Sterne sind nachher wichtig für das Entscheidungskochen. Und drittens, liebe Coaches, einmal bitte raus mit euch. Ihr habt jetzt Päuschen. Wir sehen uns nachher wieder. Ihr wisst alles. Tschüssi. Nicht zweifeln. Ganz viele wissen überhaupt nicht, was man statt Salz und Pfeffer noch alles verwenden kann und vor allem in welcher Kombination. Ja, ich bin ja, wie eigentlich jeder weiß mittlerweile, eher so der heimische Koch und da brauche ich einfach kein Kardamom oder keinen langen Pfeffer, dass das gut schmeckt. Meine Lieben, eure Speisekammern sind gefüllt. Christoph, du gehst gleich zu Team Gelb, um zu beraten und zu coachen. Bitte nicht mitkochen. Nein. Ja, ich bin ja Gott sei Dank immun, weil ich habe irgendwie gar keinen Zugang zu dem Thema gehabt, weil ich mit allen drei Gewürzen noch nie eigentlich so richtig was angefangen habe. Und für euch heißt es jetzt Solo Kochen bei The Taste 2020. Delikatessen mit edelsten Gewürzen. Christoph, du darfst dich schon mal auf deine Kanzel begeben. Und eure 60 Minuten Kochzeit beginnen genau jetzt. So. Sahne, Butter brauchen wir immer. So ein Einkaufskorb wäre mal geil. Kommen wir nochmal wieder. So. Wow. Sehr, sehr große Herausforderung, was zu finden, was ich kochen kann mit diesen Gewürzen. Man kann das nicht einfach irgendwo reinschmeißen, weil sonst können diese besonderen Gewürze ganz, ganz schnell penetrant werden. Ein Thema ganz nach meinem Geschmack. Hier. Bitte schön, du sollst mal in die Mitte hier. Ich hoffe halt, dass meine Kandidaten oder alle Kandidaten eigentlich nicht unbedingt zu viel kombinieren. Ich finde halt, dass alle drei Gewürze extrem dominant sind. Also die zu vermischen, das passt nicht. Das reicht schon. Für mich ist es kein Risiko, zwei verschiedene Gewürze zu nehmen, weil ich glaube, dass man die perfekt aufeinander abstimmen kann. Safran, Kardamom und den langen Pfeffer. Man könnte schon mit allen drei Zutaten kochen, ich würde es mich aber nicht trauen. Ich verwende alle drei Gewürze, weil ich glaube, dass die durchaus zueinander passen. Bei mir gibt es heute einen marokkanischen Zitronen-Safran-Couscous mit einem Kardamom-Karottenpüree und einem Safranschaum mit glasierten Mandeln. Dann werde ich eventuell noch irgendwas in Safran schmoren. Eventuell Geflügel. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Und ich würde vorsichtig sein mit dem Safran. Ansonsten schmeckt alles nach 1001 Nacht, ja, aber wahrscheinlich zu übertüncht. Ja, dadurch, dass ich schon öfter mit Safran gekocht habe, fühle ich mich, was die Dosierung angeht, eigentlich ganz sicher, würde ich jetzt mal sagen. Nichtsdestotrotz muss man aber aufpassen, dass man im Eifer des Gefechts nicht dann doch noch irgendwie mehr reintut. Also mein Plan ist, was Asiatisches wieder zu machen. Ich habe mich für den Kardamom entschieden. Alles, was mit Kardamom heute gekocht wird, kann ich jetzt schon sagen, wird schwierig. Mit dem Kardamom werde ich irgendwie einen Krustentiersud machen. Dann mal gucken, was sich noch so dazu ergibt. Bisschen Freestyle. Also Kardamom, glaube ich, da sind unsere Kandidaten relativ unerfahren mit, weil das ist wirklich ein Gewürz aus einer anderen Geschmackswelt, das alles andere niedermähen kann. Ja. Und halt hier jetzt in der Marinade für die Füllung für den Wantang ist jetzt auch noch mal ein bisschen Kardamom drin. Dann werden wir den noch mal in die Creme auch mitverarbeiten, in der Avocado-Creme. Das soll man halt wirklich rausschmecken, einfach. Ich
Ich habe mich für den Safran entschieden, weil ich mich da einfach sicherer fühle wie mit Kardamom und langem Pfeffer. Keine Ahnung, noch nie probiert. So, ja, hi Christoph. Ja, hi. Ich würde gerne Jakobsmuschel machen, auf einem, mit einem Safransud. Ja. Safran kenne ich in Verbindung mit Meeresfrüchten. Die Jakobsmuschel, was willst du mit der machen? Die will ich kurz anbraten, Max vielleicht sogar flämmen. Ich würde sie anbraten, bisschen mehr Rösterraum. Ja? Ja, okay, danke dir. Cool. Ich koche heute eine gebratene Jakobsmuschel in einem Safransud mit einer kandierten Orange. Vanille Fleur de Sel und gebrannten Mandeln. Ich habe bisher noch nie mit Safran gekocht. Ist jetzt das erste Mal. Bin gespannt. Ich muss vorsichtig sein, glaube ich. Sag Bescheid, wenn du mich brauchst. Brauchst du den Safran, Jan? Ich habe den schon auf. Safran brauche ich gleich, ja. Ich stelle ihn dir rüber, ja? Gerne. Ich danke dir. Ich habe Safran vorher noch nie gegessen und deshalb bin ich auch erstmal rangegangen und habe gesagt, ich probiere ihn einfach mal so. Lecker, 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 lecker. Safran kann man überhaupt nicht beschreiben vom Geschmack her, aber es ist geil. Es ist richtig geil. Das hier wird meine Safrancreme. Den Safran habe ich hier dafür eingeweicht. Beim Safran ist es so, dass der wasserlöslich ist und das Wasser nimmt dann eben diese unfassbar schöne gelbe Farbe an und das verwendet man dann zum Kochen. Safran würde ich immer nur ganz, ganz wenig verwenden. Wie man das jetzt ganz genau dosiert, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Bei mir gibt's heute eine Bouillabaisse und dazu eine Rouille, also eine französische Safran-Mayonnaise. Ich habe mir von vornherein gesagt, ich will hier unbedingt eine Bouillabaisse machen. Und jetzt kriege ich endlich die Chance. Einfach geil. Einfach geil. Eine Bouillabaisse ist eine französische Fischsuppe, die ja nicht ganz flüssig ist, aber auch nicht komplett gebunden. Die Bouillabaisse kocht eigentlich ein paar Stunden ein. Und ich versuche das hier ein bisschen da entgegenzuwirken, dass ich sehr viele Fischkarkassen nehme, aber nur wenig Flüssigkeit. Ich glaube, das ist heute auch die Herausforderung, dass ich wirklich Geschmack in meine Bouillabaisse kriege. Ich mache heute ein Dessert. Langer Pfeffer und Dessert ist eine super Kombination. Langer Pfeffer hat etwas ganz Erdiges im Geruch. Ich koche heute eine eingelegte Birnenperle in Portwein-Vanillesud, dazu ein Birnen-Ingwer-Gel und ein dunkle Schokolade-Pfefferganache. Lars, ich habe den Pfeffer bei mir, gell? Guck mal, ich nehme mir gerade ein paar raus, dann kannst du es nehmen. Ich brauche nur. So. Danke. Ja. Ich finde es sehr mutig, dass Sabrina heute sich für Dessert entschieden hat. Ich würde mich das heute nicht trauen. Und ich glaube, sie wird sogar von allen anderen 10 die Einzige sein, die sich heute an ein Dessert mal rantraut. Ich habe so auch so ein bisschen die Hoffnung, dass keiner Dessert macht, dass das vielleicht gut ankommt. Ganz klar, das wird eine safe Nummer und die Sache hat sich erledigt. Ich werde Dessert machen. Okay, cool. Ich habe jetzt gesagt Erdbeeren oder so. Mit langem Pfeffer. Mit langem Pfeffer, das geht auf jeden Fall. Gut, dann machen wir das. Einfach hellen Karamell, Erdbeeren drauf. Bisschen, ja, passt. Und dann ein bisschen Pfeffer dazu und dann bist du auf dem richtigen Weg. Gut. Gott sei Dank war der Christoph bei uns und ich musste mich mit ihm beraten. Das gibt bei mir daheim eigentlich nie, Erdbeeren und Pfeffer. Bei mir gibt es weder ein Erdbeeren mit Vanilleeis. Aber ich mache das jetzt einfach richtig, richtig geil. Ich mache einen Saramus mit einem Erdbeer-Pfeffersud, ein bisschen marinierten Erdbeeren, rohe Erdbeeren und einer Hippe. Der Patient wird aufgeschnitten. Schaut das gut aus. Sehr schön. Ich möchte unbedingt was mit Carabineros machen. Die esse ich selber ganz gerne. Ja. Auf einen schönen Safran-Krustentiersud. Okay. Mit einem Tomatenschiffchen und Saubohnen. Fangen wir jetzt mit dem Fond an. Ein bisschen Tomaterei und Staudensellerie. Oh, das riecht ja schon wieder herrlich. Jetzt hole ich noch gleich ein bisschen einen Schnaps, dass wir das Ganze ein bisschen ablöschen können. So ist der Plan. Pass auf, dass deine Mandelblättchen da nicht dunkel werden. Ach so. Christoph, würdest du den Pfeffer kurz anrösten? Ja, kannst kurz anrösten. Die Saubohne da mal blanchieren. Genau. Pullen, blanchieren und abschrecken in Eiswasser. Jawohl. Ich will immer weiter nach vorne. Das wird gern mitarbeiten. Das ist echt schade. Du stehst hier oben und darfst nur zuschauen. Darf mir das jemand öffnen? Du kannst es mir hinstellen. Danke, Chef. So. Merci.